Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Gericht zu Lufthansa-Hilfen. Die EU-Kommission hätte einen Großteil der Corona-Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa nicht bewilligen dürfen. Laut dem EU-Gericht wurden etliche Fehler bei der Genehmigung von 6 Milliarden Euro gemacht. Die Lufthansa-Konkurrenten Ryanair und Condor hatten Beschwerde eingelegt. Vor Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Angesichts der steigenden Zahl Geflüchteter wollen Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder eine Lösung im Streit über die Kostenaufteilung suchen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst verlangte erneut mehr Geld vom Bund. Die Bundesregierung lehnt das bislang ab. Wirtschaftsausschuss des Bundestags befasst sich mit Fall Greichen. Wegen der sogenannten Trauzeugenaffäre befragt das Gremium Bundeswirtschaftsminister Habeck und seinen Staatssekretär. Greichen war in die Kritik geraten, weil eine Leitungsposition bei der staatlichen Energieagentur mit seinem Trauzeugen besetzt worden war. An der Auswahl war Greichen beteiligt. Ex-US-Präsident Trump zu Geldstrafe verurteilt. Eine Geschworenenjury sprach der Autorin Carol 5 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu, wegen eines sexuellen Übergriffs und Verleumdung. Der Vergewaltigungsvorwurf wurde allerdings abgewiesen. Trump bezeichnete die Juryentscheidung als Schande. Sein Anwalt kündigte Berufung an. Mindestens 5 Tote nach Angriff auf Synagoge in Tunesien. Nach offiziellen Angaben wurden auf der Insel Djerba 2 Gläubige, 2 Wachmänner sowie der Angreifer selbst erschossen. Derzeit sind viele jüdische Pilger auf der Insel. 2002 war die Synagoge Ziel eines Al-Qaida-Anschlags. Das Wetter. Im Westen und Südwesten wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Nordosten oft Sonne und trocken. Dazwischen meist dichte Wolken mit Regen. 11 bis 23 Grad.